Ich erzähle in dem Roman die Geschichte eines Mädchens und einer Kindheit und eines Heranwachsens. Und dieses Mädchen wächst unter Erwachsenen auf am Land, die also schwer vom Krieg traumatisiert sind und wird immer also langsam in diese Erinnerung hineingezogen. Und im Laufe des Buches wird dieses Mädchen erwachsen und beginnt auch anders über die Geschichte nachzudenken, sie zu rekonstruieren, die Erinnerungen zu rekonstruieren und zu verarbeiten. Der Roman beginnt in den 60er Jahren und das Mädchen hat eine Großmutter, die das Konzentrationslager Ravensbrück durch einen Zufall überlebt hat, einen Großvater, der aber schon sehr früh gestorben ist, der als Partisan im Widerstand gegen den Nationalsozialismus gekämpft hat, und einen Vater, der als Kind zu den Partisanen geflüchtet ist und auch schwer traumatisiert von diesen Kriegserlebnissen ist. Und die Situation ist eine höchst dramatische. Es geht um eine Volksgruppe, um eine Minderheit im Süden Österreichs, das sind die Kärntner Slowenen, die eine spezielle Geschichte, eine spezielle historische Erfahrung in Österreich haben. Das heißt, sie haben vor allem in der Nazizeit aktiv gegen den Nationalsozialismus gekämpft und gegen die Nazis gekämpft, weil sie ja in der Nazizeit also auch verurteilt waren, also zur Assimilation und eigentlich auch zur Vernichtung. Dieser Widerstand ist aber in den 50er Jahren und auch später in Österreich mehr oder weniger totgeschwiegen worden und zum Teil auch politisch immer noch kriminalisiert worden. Das heißt, dieses Mädchen wächst in einer Atmosphäre auf, wo es sehr, sehr schwer war, über das, was geschehen ist, zu erzählen, weil es sich um ein politisches Tabu handelte in diesen Jahren. Und das hat sehr lange noch in Österreich gedauert. Und darum, in welcher Form auch die Erwachsenen manchmal über diesen Krieg oder über diese Erlebnisse sprechen. Sie erzählen ja nicht gerne, weil es schmerzvolle Erlebnisse sind, aber manchmal erzählen sie doch. Und das Buch zeigt den Prozess des Erinnerns, wie Erinnerung funktioniert, wann erinnert wird, woraus Erinnerung vielleicht besteht. Es ist jetzt kein Erinnerungsbuch, sondern es ist ein literarischer Text, in dem es um das Phänomen der Erinnerung, auch der unterdrückten Erinnerung geht. Also ich bin mit diesen Erzählungen aufgewachsen, mit sehr vielen Erzählungen, sehr viele habe ich aber dann, als ich am Roman gearbeitet habe, an diesem Text, natürlich auch recherchiert und habe Nachbarn gefragt, Verwandte gefragt. Ich habe die Form, in der ich diesen Roman geschrieben habe, während des Schreibens entwickelt. Am Anfang hatte ich eine Vorstellung, wie das vielleicht gehen könnte. Ich musste aber, während ich am Roman arbeitete, zwei oder drei andere Wege nehmen, als ich mir das vorgestellt habe. Mir war es wichtig, weil ich ja von der Lyrik komme und mich durchaus als Dichterin gesehen habe, als ich auch begonnen habe, diesen Roman zu schreiben, dass ich die Form der Erzählung auch für die Lyrik öffne und für die Poesie. Und das ist auch im Roman möglich. Und als ich das Gefühl dann entwickelt habe, dass ich diese beiden Formen also verbinden kann, ist es dann schon also leichter gegangen. Es gibt sehr viele unterschiedliche Einflüsse, glaube ich, die mich im Schreiben dieses Romans mit beeinflusst haben. Ich habe sehr viel Erinnerungsliteratur gelesen und so weiter und so fort. Aber ich denke, dass hier vielleicht durch zwei Traditionen zusammenkommen. Die eine ist die Tradition des sehr poetischen Schreibens, die aus der südosteuropäischen Literatur kommt. Ich denke auch an Danilo Kisch. Dann habe ich schon eine starke Affinität auch zu Ingeborg Bachmann gehabt. Die war sehr wichtig für mich als Autorin. Ich habe auch den Ingeborg-Bachmann-Preis mit diesem Buch
mit einem Ausdruck aus diesem Buch gewonnen oder bekommen. Obwohl ich denke, dass ich mich von der Erzählweise von der Ingeborg Bachmann sehr weit entfernt habe. Und dann gibt es sicher noch andere Einflüsse, die ich aber jetzt natürlich nicht aufzählen kann, weil sie zum Teil sehr intuitiv und instinktiv geschehen. Ich bin über die slowenische Literatur sozialisiert worden, die also sehr stark in den Anfängen, vor allem im 19. Jahrhundert und dann im 20. Jahrhundert, noch mit dieser ländlichen Tradition umgeht. Die Slowenen in Kärnten haben sehr spät ein slowenisches Bürgertum gehabt und die Literatur befasst sich in erster Linie auch mit ländlichen Problematiken, mit Problematiken der Absiedlung, des Zerfalls des ländlichen Lebens. Und das sind sicher Texte, die mich auf irgendeine Weise beeinflusst haben.